Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Ambitions hier auf meinem Kanal. Ja, wir müssen uns so überlegen. Wir können das nicht so weitermachen, weil funktioniert einfach nicht. Wir machen bis 20 Uhr auf. Die Kassiererin wird bis 14 Uhr arbeiten. Das bitte täglich. Also sonst haben wir, glaube ich, keine Chancen hier. Und samstags wird sie bis 12 Uhr arbeiten und wir machen bis 16 Uhr auf. Also bis 18 Uhr. Machen wir bis 18 Uhr auf. So, gut. Also Material haben wir genug. Wir brauchen nichts besorgen. Ich würde jetzt trotzdem nochmal anrufen und nach Kassieren fragen. 8 bis 17 Uhr, okay. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Und dann müssen wir noch ein bisschen warten. Wir können aber zumindest schon mal was essen gehen. Das geht zumindest. Sollen wir nochmal mitnehmen? Nehmen wir nochmal mit. Wird Zeit, dass wir echt einen Kühlschrank bekommen, ne? Es wird echt Zeit, dass wir einen Kühlschrank hier bekommen bei uns in der Wohnung. So, Geschäft öffnet jetzt gleich. Und dann müssen wir gucken, dass wir dann ab 14 Uhr selber kassieren. Dann haben wir zumindest 4 Stunden dementsprechend, wo uns das Kästchen abgenommen wird. Und wo wir dann dementsprechend Besorgungen noch machen können. Sollte hinhauen, ne? Ja, wir müssen was hier einnehmen, sonst wird es nichts. Passt auf. So, wir schlafen jetzt bis 13.14 Uhr. Essen, entsorgen und ab die Post. Dann müssen wir jetzt gleich arbeiten, ab 14 Uhr. Bis 20 Uhr. Machen wir es so.
Weil ansonsten haben wir zu viel Ausgaben momentan, was wir uns definitiv nicht erlauben können. Das können wir uns wirklich nicht erlauben. Da müssen wir gegensteuern. Bei 179 $ ist nicht mehr wirklich viel. So. Wie sieht es aus mit dem Inventar? Da haben wir noch mehr als genug Waren, das ist gut. Gehen wir mal schlafen bis 8 Uhr. Minus $33, okay. Aber zumindest besser. Wir sind im Garmet-Distrikt, ne? Ja. Was ist denn da angesagt? Da ist jetzt angesagt. Jo, Apfel haben wir doch gar nicht, ne? Das heißt, wo kriegen wir Äpfel her? Keine Ahnung. Nicht vom Großmarkt, ne? Ist ja nicht vom Großmarkt. Können sonst großartig nichts leisten momentan, ne? Die bleiben alle hängen. Bleiben da alle hängen. Ich habe jetzt keine Lust, aber auch um im Supermarkt arbeiten zu gehen zusätzlich noch. Das mache ich nicht. Nee. Das mache ich garantiert nicht mehr. Wir haben einen eigenen Laden und da müssen wir jetzt gucken, dass wir den zum Laufen kriegen ordentlich. Und das läuft, ist optimal. Ja, viel hin und her laufen momentan noch. Gehen wir schlafen bis 1 Uhr. $59 Gewinn. Das sieht doch schon mal besser aus. Das sieht doch schon mal besser aus. Sehr gut. Ich würde sagen, wir machen sogar morgens sogar noch auf. Zeitplan von 5 Uhr. Von 5 bis 9 müssen wir und von 15 bis 20 Uhr oder von mir ist bis 21 Uhr.
Heute ist Freitag, ne? Wir schlafen jetzt noch bis. Knapp 4 Uhr. Friseur. Friseur, hier sind jetzt verdammt viele Friseure, ne? Obst- und Gemüseladen. Okay. So, das hat doch schon mal besser geklappt. Jetzt machen wir noch ein Schläfchen bis 13 Uhr. Können wir noch mal Essen kaufen? Essen wir noch mal was und dann arbeiten wir noch mal bis 21 Uhr. Aber vorher müssen wir noch mal nachfragen wegen neuen Arbeitnehmern. Also neue Bewerbungen würde ich gerne besorgen. Kontakte. Recruitment. Anrufen. Billboard-Fähigkeit, Kundendienst, Vollzeit, von mir auch Teilzeit. Vier? Machen wir vier. Okay. Vier Bewerbungen für $200. Alter Falter, das ist ganz schön teuer, ne? Aber. Das muss wohl sein. Das muss wohl sein. Eine andere Möglichkeit haben wir momentan nicht. Tobacco? Nee, Kaffee, geschlossen. Obst- und Gemüseladen, öffnet. Hot Dogs. Ich hätte gerne einen Hotdog.
Hier gehen wir schlafen bis, also platzieren. Dann haben wir morgen auf. Sollen wir morgen auch nochmal öffnen? Vorher? Ja, komm, machen wir. Von 5 bis 18 Uhr. Machen wir so bis 20 Uhr auch. Das ist, glaube ich, besser. Okay, dann gehen wir schlafen bis 4.30 Uhr ungefähr. $56 Gewinn, okay. Essen was und gehen arbeiten. Arbeit beginnen. Und go. So, jetzt können wir noch was zu essen besorgen. Ich hoffe, dass wir so ein bisschen mehr Geld reinkriegen dann. Auf Dauer. Oder sonst wird es ziemlich kritisch, glaube ich. Bestellung aufgeben. Essen. Ja gut, ich habe noch was an der Hand, okay. Das für morgen. Was ist das für morgen, für nachher, ne? Das für nachher einmal. Weil wir müssen ja nachher ab 15 Uhr wieder arbeiten. Dürfen wir nicht vergessen. Gut, nicht vergessen ist gut, ne? Na gut, das wäre es aber auch für die Folge gewesen. Wir gucken jetzt nochmal, wie viel wir verdient haben. Ich hoffe genug, wir schlafen jetzt mal bis 1 Uhr. Ah, kurz noch Mittelmacht. 172 plus, ja. So läuft es gut. So muss das sein. Warten wir noch die neuen Bewerbungen ab. Vielleicht kommt da nochmal eine preiswertere Mitarbeiterin oder ein preiswerterer Mitarbeiter. Und dann gucken wir, was sich ergibt. Ne? Weil, ja, ich sag mal so, hier 24 Stundenlohn ist schon heftig viel. Vielleicht geht es preiswerter. Auch hier für die Rennungskraft 23 Stundenlohn ist heftig viel. Müssen wir gucken. Aber okay. Wir sagen erstmal danke fürs Zuschauen. Also ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Morgen gleiche Zeit geht's weiter. Ich freue mich. Bis dahin. Servus und tschüss.